Mehrere Aktivisten von Extinction Rebellion blockieren hier die Straße einer Druckerei nördlich von London. Sie sitzen auf einem Gerüst aus Bambus und verhindern somit die Auslieferung mehrerer Zeitungen wie The Sun, The Times oder auch The Daily Telegraph. Nach Aussagen der Aktivisten würden die Zeitungen nicht richtig über die Klimaprobleme berichten. Dieser Angriff auf unsere freie Presse, Gesellschaft und Demokratie ist völlig unakzeptabel, twittert die britische Innenministerin Priti Patel. Die Polizei löste den Protest auf und nahm Dutzende Menschen fest. Die Umweltaktivisten verteidigen ihr Vorgehen. Das sind keine vielfältigen und demokratischen Medien. Wir brauchen vielfältige Medien, die die Klimaschutzmaßnahmen unterstützen. Mit mehreren Aktionen in verschiedenen britischen Städten fordert Extinction Rebellion ein schärferes Vorgehen gegen den Klimawandel.